Hallo zusammen. Wir haben unsere beiden Entlastungstage hinter uns. Alles gut bekommen. Wie war das mit dem Abführen? Naja, also ein angenehmes Gefühl, oder? Ja. Ah, man war mehrmals auf dem Örtchen, wo 00 dran steht. Okay, aber jetzt sind wir richtig schön leer. Und jetzt geht's los. Heute ist also der erste Fastentag. So ein Gekrummel im Bauch ist was ganz Normales. Es kann auch sein, dass man nochmal auf das Stilo-Örtchen muss. Macht nichts. Wenn die Hungergefühle sehr stark sind, dann kann man auch nochmal etwas nachabführen. Bei manchen Menschen reicht das nicht, diese einmalige Gabe von einem Abführmittel. Da muss man nochmal etwas nachlegen. Ja, das ist dann wirklich trinken, trinken, trinken. Aber wir haben das ja dieses Jahr so gemacht, dass die Hungergefühle nicht so stark werden. Vor allem auch dank des eiweißreichen Vitalpulvers. Dann haben wir ja auch diese Gemüsehefebrühe, die ja auch so ein bisschen Sättigungsgefühl macht. Dann der Brottrunk, dann jede Menge Sprudel, Mineralwasser, ganz nach Belieben. Dann die Fastentees. Also wenn so ein Gefühl kommt, so ein starkes Hungergefühl kommt, dann einfach nochmal was trinken und dann ist auch nochmal so eine Brühe erlaubt oder ist auch nochmal so ein Eiweißpulver erlaubt. Das ist nicht so das Tragische. Das sind auch keine Kalorien, die eben jetzt zu Buche schlagen. Hauptsache ist, wir stehen das jetzt gut durch. Gerade so die ersten 2-3 Tage ist es nicht ganz so einfach. Der heutige Tag ist noch ganz, ganz easy, aber dann wird es schon ein bisschen morgen, übermorgen wird es schon ein bisschen härter. Und wenn wirklich ganz starke Hungergefühle da sind, plus ein Krummeln im Bauch, dann kann es sein, dass sie noch nicht so richtig leer sind. Und dann müsste man nochmal etwas von dem Abführmittel nehmen, damit nochmal besser ausgeschieden wird. Ja, dann legen wir mal los, der erste Fastentag. Und wir sehen uns, hören uns da ja morgen. Unsere Adresse blende ich nochmal ein. Hier ist sie. Können Sie Ihre Fragen stellen, gibt es die Broschüre, Kritik äußern oder auch einfach Erfahrungen mitteilen. Freue ich mich natürlich, wenn Sie sagen, ich habe die und die Erfahrung gemacht und die kann ich eigentlich nur das positiv weitergeben. Okay, dann bis morgen.